Schon ist die Herbstsession wieder vorbei. Liebe BDP-Parteimitglieder, ich begrüsse euch ganz herzlich zum neuesten elektronischen Newsletter, wo wir für euch noch einmal auf alle spannenden Themen der Herbstsession zurückschauen. Grosse Welle hat die Departementsverteilung im Bundesrat geworfen. Nicht ganz verständlich für den BDP-Präsident Hans Grunder. Der Bundesrat ist zuständig für die Verteilung der Departemente. Und es ist offensichtlich, dass sie nach den Fähigkeiten der Bundesratsmitglieder die Verteilung gemacht haben. Und von dort her ist es für mich absolut eine logische Verteilung. Auch was Evelyn Wittmer-Schlumpf anbelangt, sie hat absolute Affinitäten und eine sehr grosse Kenntnis in Bezug auf das Finanzdepartement. Sie hat es bereits ja in turbulenten Zeiten vertreten. Und von dort her ist das logisch. Und ich finde es eigentlich schade, dass man jetzt aus dem so solche Sache macht. Medien tun sich nur noch mit dem befassen. Und das ist schade. Der Bundesrat soll jetzt arbeiten. Es ist ein gut zusammengesetzter Bundesrat. Zu den Sachgeschäften der Herbstsession. Ein ganz wichtiges Geschäft war das Postgesetz, die Revision des Postgesetzes. Was war die Haltung der BDP? Ja, wir sind froh, wie es herausgekommen ist. Das Postgesetz war dringend nötig, dass man das revidiert hat, damit man dem Postunternehmen, immerhin ist es das zweitgrösste Schweizer Unternehmen, Rahmenbedingungen setzt, die so entsprechend agieren kann. Und was wir natürlich sehr begrüßen, dass der Service Public im Moment ausklammert ist worden. Es geht ja dort nur noch um die 20% der Briefpostversendung unter 50 Gramm oder bis 50 Gramm. Und hier wäre im Moment wahrscheinlich auch gar kein Markt vorhanden. Dort ist ein riesen Umbruch, elektronische Post und so weiter. Und darum bin ich froh, dass man das entkoppelt hat. So ist die Gefahr wahrscheinlich auch weniger gross, dass es ein Referendum gibt. Es ist interessant, dass Musik und Sport in dieser Session zur Diskussion gekommen sind. Beides eben Anliegen, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Musik, die auch für Gesundheit, aber auch ganz ein Haufen andere Aspekte eine grosse Bedeutung hat. Es geht um Integration, um Austausch. Es geht auch um Generationen verbindend und in unserem viersprachigen Land mit vier Kulturen auch um den Austausch zwischen den Kulturen. Unsere Haltung ist die, dass der Wolf durchaus seinen Platz soll haben in unserem Lebensraum. Es ist aber tatsächlich so, dass der Lebensraum irgendwo begrenzt ist und auch die Anzahl Wölfe, die der Lebensraum kann auffangen kann, in dem mehrfach genutzten Lebensraum, halt eben auch limitiert ist. Da kann der Wolf nichts dafür. Das ist eine Entwicklung von der Gesellschaft, die so stattgefunden hat. Es ist darum, denke ich, richtig, dass man im Sinne von einer Ultima Ratio Massnahmen vorsieht, dass man einen Wolf auch dürfte abschiessen, wenn keine anderen Mittel mehr da sind. Aber wie gesagt, das ist eine Ultima Ratio aus meiner Sicht, die dann zur Anwendung kommen soll, wenn alle anderen Massnahmen, sprich vor allem Prävention im Bereich Herdenschutz, eben dann nicht mehr wirken. Wir haben dort ganz eine klare Haltung bei der 11. AHV-Revision. Der Revisionsbedarf ist gegeben, der ist wirklich vorhanden. Wir müssen die AHV auch auf gesunde finanzielle Weise stellen. Und dann müssen wir in Kauf nehmen, halt auch, dass das Rentenalter halt erhöht wird für die Frau. Ich glaube, es ist zeitgemäß und richtig. Das wird von der linken Seite bekämpft und von der rechten Seite, von der SVP, wird bekämpft, dass man die soziale Abfederung machen will. Und ich hoffe jetzt, dass es nicht zu einem Einführen in der Schlussabstimmung durch eine unheilige Allianz. Ich glaube, dass die Vorlage wirklich ausgewogen und gut wäre. Und dass wir auch keine Alternative haben, auch wenn sie abgelehnt wird, wissen wir haben keine bessere Lösung. Zum Entsetzen der Mitteparteien ist die Vorlage tatsächlich versenkt worden. Es kann nicht sein, dass man einfach solche Autos verbieten, unter dem Deckmäntel einerseits von der Klimapolitik und auf der anderen Seite, dass das gefährliche Fahrzeuge sind. Es gibt sehr viele Berufsgruppen, die solche Fahrzeuge brauchen. Und darum ist es eine sehr populistische Initiative, die man so ganz sicher nicht unterstützen kann. Und darum haben wir kurzfristig Vorstoss eingereicht, dass man indirekten Gegenvorschlag ausarbeiten tut, wo selbstverständlich die Freiheit eben lässt, dass man weiterhin solche Autos zulassen kann. Aber dass auf der Seite von der Klimapolitik doch einfach halt die EU-Norm bis ins Jahr 2015 sollte umgesetzt werden.
Der Werner Luginbühl im Ständerat und ich im Nationalrat haben je eine Motion eingereicht, dass man den Infrastrukturfonds auf jeden Fall entsprechend alimentieren würde. Weil wir wissen alle, dass er bis auf 20 Jahre ausgerichtet ist, aber dass er überhaupt keine Liquidität hat. Auf der anderen Seite sind ganz, ganz ein Haufen Projekte auf Stufe Kanton und Gemeinde, unter anderem auch im Oberland, unter anderem auch gerade in Thun, wo man weiss, wenn die nicht realisiert werden können, dann müssen eigentlich der Kanton vorfinanzieren. Der Kanton Bern konkret sagt nicht, kommt nicht in Frage. Das würde jetzt also bedeuten, entweder können die Gemeinden das alles selber finanzieren oder dann können sie ihre Aufgabe nicht erfüllen und werden damit bestraft, dass sie die 40% Bundesgelder nicht bekommen. Ihr seht, das ist also fast ein Büsi, das sich in den eigenen Schwanz beißt. Und darum sind wir froh, dass der Ständerat und jetzt auch der Nationalrat hat gesagt, ja, zu diesen 850 Millionen Aufstockung im Nationalrat, in diesem Fonds, in diesem Infrastrukturfonds. Und jetzt kann man mindestens alle die wichtigen Projekte, die wohlverstanden nicht nur den Strassenverkehr betreffen, sondern auch den sogenannten Langsamverkehr etc., dass man die jetzt umsetzen kann. Neben den Sachgeschäften haben natürlich vor allem die Bundesratswahlen vom 22. September interessiert. Hier nochmal die wichtigsten Momente. Frau Simonetta Sommaruga. Madame Simonetta Sommaruga. Johann Schneider-Ammann. Johann Schneider-Ammann. Nationalrätin und BDP-Fraktionspräsidentin Brigitta Gadient steht für die Nationalratswahl 2011 nicht mehr zur Verfügung. Über die Parteigrenze hinweg wird der Entschluss bedauert. Bis Ende Legislatur setzt sie sich weiterhin zum Wohl von Land und Leuten ein. Ich habe am 1. November einen neuen Job. Ja, ich wäre ein politischer Berater von der UBS. Freue mich extrem auf das. Und ich finde es auch aus Sicht von der UBS wirklich gut, dass sie offensichtlich aus der Vergangenheit etwas gelernt haben. Und ich habe nicht den Auftrag, in Bern für die UBS irgendwo unterwegs zu sein, als Meldeläufer oder Mandatsträger, sondern meine Aufgabe ist es, in der UBS intern eigentlich für die Bundespolitik zu lobbyieren und dort die Aspekte reinzubringen. So viel aus dem Bundeshaus. Wir melden uns wieder nach der Gründung von BDP Kanton Neuenburg am 14. Oktober. Das ist für die BDP übrigens etwas ganz Spezielles. Warum? Am besten schaut ihr einfach wieder rein.